Miau, willkommen zurück in Lutz Gate. Wir müssen jetzt nochmal denselben Spaß von vorne machen. Glaube ich. Damit wir dann auf der anderen Seite rüber können. Ganz schön umständlich. Warum geht da nicht einfach die Tür auf? Da ist halt kein Ponyhof, ne? So. Ich kann euch schon mal sagen, dass die letzten zwei Secrets dieses Levels sich im kühlen Nass befinden, worauf ich überhaupt keinen Bock habe. Das ist wirklich mein Hassabschnitt dieses Levels und ich hoffe ein bisschen, dass ich im heutigen Part noch nicht dahin komme, weil ich habe einfach keine Lust darauf. Traurig, aber wahr. No shit! Boah, wir sind wieder am Level Anfang. Ja, das nenne ich mal crazy. Das hatte ich jetzt so nicht mehr in Erinnerung. Funny thing. Ihr steht hier immer noch ganz brav Wache. Das ist so cool von euch. Es ist nicht oft, dass man nochmal so ganz an den Levelanfang zurück kann. Wie wir da einfach so einen fiesen Aufprall hatten. Naja, gut. Da sieht man mal wieder, wie klein diese Level eigentlich sind, in denen man sich da Ewigkeiten, du warst wieder schwimmen, Ewigkeiten hin und her bewegt und immer denkt, man legt so riesen Strecken zurück. Ich hätte echt gerne mal eine Map, wie das alles... Ach, wie lieb. Das haben wir natürlich nicht bekommen, weil wir damals einen anderen Weg gegangen sind. So, ich hoffe, ich finde oben wieder den richtigen... Punkt. Ah, Leute, ich bin ein bisschen fertig. Kennt ihr das? Es gibt auch dieses schöne 9-Gag-Bild und ich finde ja, es ist einfach nur wahr. Wenn man zu viel zu tun hat, dass man sich lieber einfach schlafen legt. So ging es mir heute ein bisschen auch. Irgendwie war ich völlig platt dann heute Nachmittag. Ist eigentlich ganz da oben. Wir waren noch nie ganz da oben. Oder? Ich weiß gar nicht, wann soll ich das alles lesen? Und dann muss ich das ja nicht nur gelesen haben, sondern dann habe ich ja auch noch eine mündliche Prüfung darüber. Viertelstunde über meine Masterarbeit. Gut, da kann ich hoffentlich was zu erzählen. Ich habe sie ja selber geschrieben. Viertelstunde über Thema 1, Viertelstunde über Thema 2. Also neue Themen. Und ich habe so viel Literatur jetzt kopiert. Und ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich mir das alles merken soll und wann ich das alles lesen soll. Oh Leute, drei Kreuze, wenn dieses Jahr vorbei ist. Okay, dieser Monat würde mir ja schon reichen. Der ist schon schlimm genug. Ach, jetzt können wir... Ach, guck mal, jetzt können wir doch da hinten nochmal langkriechen und uns die Schrotmunition holen. So schließt sich der Kreis. Ach, das Level ist bis hierhin ja so freundlich. Finde ich sehr, sehr gut. Jetzt habe ich ja damals... Also damals, ich glaube vor zwei Parts, oder war das gestern, weiß ich nicht mehr, gelassen. Ich keine Lust hatte, nur deshalb nochmal das Level in Teilen nachzuspielen. Guck mal, sie kriecht da gar nicht runter. Das ist ja... Naja, was soll's. Vor allem, ich frag mich immer, also... Ja, ich arbeite vielleicht auch zu viel für während der Abschlussarbeit, aber andere Leute haben vielleicht nicht das Glück, dass ihre Eltern sie noch finanziell unterstützen oder das überhaupt können. Und die müssen dann erst recht arbeiten dafür, dass sie um die Runden kommen. Und wenn du dann noch deine Abschlussarbeit nebenher machst... Okay, eigentlich ziehst du nicht um und suchst dann da einen Job. Eigentlich hast du einen Job und ziehst dann dafür um. Ich weiß, meine Prioritäten liegen da jetzt gerade ein bisschen anders. Aber das alles gleichzeitig. Und ich frage mich, und ich habe es auch mit einer Kommilitonin, die auch in der gleichen Buchhandlung wie ich arbeitet, jetzt gehabt, dass wir uns einfach gefragt haben, wann soll man sich denn auch noch bewerben? Denn klar, ich gucke die ganze Zeit die Stellenbörse für meine Branche durch und sobald da mal ein Job in der Region wäre, die für mich in Frage kommt, würde ich mich da auch sofort drauf bewerben, kein Ding. Aber es ist tatsächlich in meiner Region nicht so viel. Das heißt, ich muss ein paar Initiativbewerbungen raushauen. Und ganz ehrlich, ich habe im Moment wüsste ich überhaupt nicht, wann ich das machen sollte.
vor allem, weil ich auch immer denke, und das ist gleich in diesem Lebensabschnitt, aber ich finde eigentlich nicht, dass das egoistisch ist. Ich finde, was das angeht, sind die Menschen heutzutage viel zu wenig egoistisch, denn ich finde einfach, der Mensch braucht auch mal Pause. Das ist so wichtig. Alle arbeiten sich immer nur kaputt. Das ist doch wirklich so. Ich kenne so viele. Ja, da ist unsere Gesellschaft so ein bisschen halt die falschen Prioritäten, wenn ihr mich fragt. Aber naja, irgendwie muss das halt alles funktionieren, ne? Da kann man nur hoffen, dass man nicht zu lange arbeitslos bleibt. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt kann ich mich da einmal ins kühle Nass stürzen. Die ekelhaften Mumien da scheiden immer noch ihre Gase aus. Und wir rutschen hinab. Wow. Oh, cool. Ach ja, es war wieder typisch. Ich dachte, das geht. Dann halt nicht. Dann hätte ich doch gern noch die Rakete, wenn ich das hier jetzt schon so präsentiert bekomme. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Kannst du dich hier nochmal festhalten? Nö. Oh, ist das tief. Das ist ja so ein bisschen wie in Star Wars, wenn Luke sich da runterstürzt, so der ultratiefe Schacht. Oh, es kam ja am Wochenende. Also ich habe jetzt leider nur Episode 5 nochmal geguckt. Wollte eigentlich so gerne Episode 6 auch schauen mit meinem Papa. Aber da musste ich schon wieder heimfahren. Oh Gott. Ich hasse es. Ja, Lara, was tust du? Okay, ist auch eine Art zu schwimmen. Jedem das seine. Ich will dir da gar nicht reinreden. Okay. Gut. Ich glaube, das ist zumindest richtig. Ich würde mich aber gerne noch mal ins Umschauen gehen. Weil ich glaube, wir haben da hinten nichts verpasst. Ich kann da gar nicht hin. Ich dachte mir schon, dass da Strömung ist, weil sie da so seltsam hingen. Und was ist hier? Guck mal, hier haben wir übrigens wunderschöne Aussicht auf das letzte Secret. Ja, mit so einem lustigen gelben Gefährt. Ich finde es schön, dass so viele von euch auch meinen neuen kleinen Roboterfreund aus Soma gefeiert haben. Der ist ja wirklich so süß gewesen, oder? Ich sehe dich. Und ihr habt auch Namensvorschläge geschickt, das finde ich wunderschön. Das ist so nett von euch. Aha. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nicht, wo das ist. Wir werden es rausfinden. Hier! Habe ich gut gemacht, ne? Habe ich ganz fantastisch gemacht. Ja. Einmal nach rechts. Ich kenne die Reihenfolge nicht. Guck mal, da links. Seht ihr den? Der da so blind in die Luft guckt gerade. Ja, der ist scheiße. Das ist ja nett, dass wir jetzt... Achso, wir haben hier eh nur den Knopf, das heißt, ich muss sowieso zurück. Dann. Ja, der ist scheiße. Der ist nämlich ein Taucher. Und der findet es ganz cool, auf uns zu schießen mit Harpunen. Im Gegensatz zu mir ist er ein großer Harpunenfreund. Und das gute Ding werde ich jetzt auch mal zücken. 14 Schuss habe ich ja. Wunderschön. Ich überlege gerade, nee, ich brauche es eigentlich in keinem Level eher als hier. So. Aber das heben wir uns noch auf. Ich hasse die Harpune. Beziehungsweise das Harpunengewehr. Ja, ich weiß. Ich schieße mit den Harpunen. Oh Gott. Okay. Jetzt will ich erstmal gucken. Hier ist nämlich Secret Nummer 5. Boah. Habt ihr es gehört? Ganz leise. Oh, wie geil. Wir haben schon das 5. Das ist schön. Ich wollte hier noch gar nicht hin. Ich tauche jetzt zurück. Weil ich will noch nicht entdeckt werden. Dann ist hier nämlich blöd. Wir hatten da ja noch... Du Bitch! Okay, dann doch. Dreck. Ja, die Taucher werden mich halt einfach so erschrecken, weil da, wo wir zuerst rauskamen, wäre vielleicht auch noch was gewesen. Aber immerhin kein Secret. Ach.
Bleiben wir erstmal unauffällig. Hier ist nichts. Hallo Kollege. Wie läuft's? Lara hat nicht das Interesse, jetzt auf ihn zu schießen. Das ist okay. Ich fände es aber doch ganz gut. Okay, Spiel, was ist dein Problem? Das finde ich jetzt lustig, dass der Taucher verbuggt. Oh mein Gott, lass mich hier mal speichern. Wie er da sitzt und klupscht. Guck mal, dahinter liegen die Harpunen. Okay. Ja, das haben wir irgendwie nicht getriggert. Das hätten wir, wären wir näher an der Oberfläche rumgeschwommen, unter Wasser eben. Bevor wir das Secret geholt haben, ausgelöst. Schade, ich fand's jetzt ein bisschen lustig. Naja. Soll der Gute ruhig da im Wasser rumrallen? Ey! Schießt du durch Kisten oder was ist das? Mr. Taucher ist jetzt schon unterwegs für eine bessere Mission. Und tatsächlich ist seine Mission ganz einfach, uns zu töten. Aber er hat uns immerhin seine Munition zurückgelassen. Das ist sehr, sehr freundlich. Er steht so ein bisschen auf die Herausforderung, glaube ich. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wo ich das ist. Ach, guck mal, hier sind wir rausgetaucht. Ich habe nichts verpasst. Jetzt bin ich ja so erleichtert. Jetzt bin ich so erleichtert. Tomb Raider 3 und nervige Sirenengeräusche. Oh. Oh, kann man machen. So, wie viele waren das jetzt? Ja, ich würde sagen, wir sind dezent aufmunitioniert worden. Die wollen Unterwasserkämpfe. Kann mir bitte einer von euch mal sagen, ob er ein Fan von sowas ist? Macht ihr das gerne? Gibt es irgendjemanden, der das gerne macht? Ich meine, es mag auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein. Gibt es jemanden, der es tatsächlich in Tomb Raider 3 gerne tut? Ich kann es mir nicht... Ich rutsche hier. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und wenn, dann seid ihr masochistisch veranlagt. Dann stimmt leider was mit euch nicht. Oder in Tomb Raider 2. Sagt mir, ob ihr das in Tomb Raider 2 mochtet. Gibt es Menschen da draußen, die 40 Faden toll fanden? Ich fände das faszinierend. Ich würde dann gerne eine Arbeit über euch schreiben. Eine verhaltenspsychologische Studie anlegen. Ich weiß übrigens gar nicht, wo es hingeht als nächstes in dem Level. Ich habe irgendwas mit Feuer in Erinnerung. Ich will mich auch gerade einfach mal umgucken ein bisschen. Irgendwas passiert. Nichts. Ach, boi. Ist die Russi schon was? Der das Blut noch rausspritzt, der ist doch schon tot. Aha, jetzt sind wir also hier. Das ist... Und jetzt ist auch das Ding hier an. Wunderschön. Weil Lady Croft hier ist und eine Balsamierungsflüssigkeit gestohlen hat. Ist das jetzt das große Problem Großbritanniens? Ich weiß nicht. Warum gibt es denn eigentlich keinen Tomb Raider im Buckingham Palace? Das wäre mal geil gewesen. Oh, dies ist fein. Das auch. Och ja, tatsächlich ein Level, in dem wir Fackeln benutzen werden. Unter Wasser. Alter, habe ich keinen Bock auf die Unterwasser-Action hier. Okay, ich glaube, wir haben jetzt eine ganz nette Tour durch das Level gehabt. Und müssen dann nächstes Mal zusehen, dass wir mal den tatsächlichen Level-Fortschritt herausfinden. Falls wir uns bei alledem konzentrieren können.
Das macht ein bisschen Kopfweh. Don't you think? Ist aber schön gemacht mit dem Taucher, wie er da saß. Fand ich ganz nice. Oh, das Neustadt-Eis. Komme ich jetzt gerade drauf, weil die ein Eis heißen. Die haben jetzt Waffeln. Echte Waffeln. Das ist ja so geil. So, es gibt noch ein großes Medipäckchen. Und dann würde ich sagen, ihr Lieben, morgen rallen wir hier weiter. In diesem sehr fragwürdigen Abteil des National History Museums, der sehr gut geschützt ist, obwohl wir letztes Mal da oben rumgeklettert sind und da nur diese komische Möchtegern-Mafia war. Naja, egal. Das heißt, letztes Mal am Montag waren wir da oben und haben uns ein Secret geholt. Ja, so war das. Okay, morgen geht's rein ins kühle Nass. Und zwar gut bewaffnet. Bis dann.